Worte haben Macht. Das ist ja klar, das wissen wir alle zusammen. Und ich bin überzeugt, dass das sehr eine spannende Predigtserie wird mit diesen verschiedenen Aspekten. Ich habe eine ganz ähnliche Einstiegsgeschichte, wie die Heidi gebracht hat, und doch ist sie so ganz anders. Der Frösch war offenbar mal langweilig gewesen. Und sie haben gefunden, wir veranstalten einen Kletterwettbewerb. Wir schauen mal, wer von den Fröschen bei einer Strassenlampe bis zu oberst aufklettern kann. Wer bringt das fertig? Es haben sich recht viele Frösche zu diesem Wettbewerb angemeldet. Und am besagten Tag sind noch viel, viel mehr Frösche als Zuschauer gekommen, um diesem Spektakel beizuwohnen. Aus der Zuschauermenge heraus hat es gestöhnt, man hat da so eine abartige Idee gehabt. Das ist doch gefährlich, da könnte man zu Tod fallen. Wissen die eigentlich nichts Gescheiteres zu veranstalten, als da so ein Froschklettern? Es ist losgegangen, die Frösche haben sich bemüht. Am Schluss ist es nur einem gelungen, einem einzigen, bis ganz oben bei dieser Strassenlampe zu kommen. Wo dann wieder heil am Boden war, ist er von Froschreporter umringt worden und sie wollten wissen, wie nur hast du das geschafft? Hast du viel trainiert? Hast du einen besonderen Trick? Und dann hat es Schwierigkeiten gegeben. Es hat sich herausgestellt, dass der Frosch, der gesegnet hat, taub war. Er hat also nichts gehört. Das Unterthema heute: Worte verändern dein Leben. Worte haben Macht. Das wird uns schon auf der ersten Seite der Bibel bewusst. Was heisst, Gott sprach und es war. Gott hat die Welt weder durch seine Hände, noch mit irgendwelchen Werkzeugen, noch mit irgendwelchen Dienern, Engel geschaffen, sondern mit seinem allmächtigen, schöpferischen, göttlichen Wort. Hat er alles geschaffen, das ganze Universum. Para bedeutet eben göttliches Schaffen. Und das Wort, habe ich gelesen, wird im Zusammenhang nie mit Material oder mit Stoff erwähnt, sondern Gott hat aus dem Nichts raus, hat er geschaffen. Gott sprach und es war. Für mich ist der Schöpfungsbericht ein grosses Ja zu uns Menschen. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Darum hat er dich geschaffen als sein Ebenbild. Und die Ebenbildlichkeit gipfelt eigentlich darin, dass der Psalmschreiber, der David, im 8. Psalm jubelnd ausruft über einen Mensch: Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Wir können natürlich jetzt einwenden, ja, zwischen dem göttlichen Wort und dem menschlichen Wort besteht ein riesiger Unterschied. Und das stimmt ja auch. Aber wir alle zusammen wissen doch, was menschliche Worte bei uns schon alles angerichtet haben. An Positivem, aber auch an Negativem. Und so steht in der Sprüche, Kapitel 18, von der Frucht seines Mundes nährt sich der Leib des Mannes und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Das ist ein Vers, der besonders Leute betrifft, die mit Reden ihr Einkommen generieren. Pastoren, Fernsehmoderatorinnen, Anwälte und Komiker. Und die Auswahl von diesen Berufen zeigt schon, dass bei Redeberufen irgendwie doch gewisse Vorsicht geboten ist. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, es sei nun gut oder schlecht. Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass wenn jemand mir etwas über eine andere Person erzählt, dass die Person im Grunde genommen viel mehr über sich aussagt, als über die andere Person.
ist sich das vielleicht gar nicht so bewusst, möchte es vielleicht nicht einmal, aber das ist so. Es gibt Personen, da hört man ständig so etwas Negatives, so etwas Nörgeln, und das ist nicht gut und das kommt auch nicht gut. Und da denke ich aber, wie muss das in diesem Herzen aussehen? Aber es gibt Gott sei Dank auch das andere. Leute, die trotz Schwierigkeiten fröhlich unterwegs sein und immer noch das Gute sehen. Und da denke ich auch, boah, wie sieht das in diesem Herzen aus? Da möchte ich noch mehr lernen. Da möchte ich auch so werden. In einem Seminar zum Predigen ist unter anderem mal gesagt worden, wir sollen doch darauf achten, dass in unseren Predigten das Wort nicht maximal 20 Mal vorkommt. Weil wenn man das zu viel verwendet, dann entsteht trotz einer guten Predigt beim Zuhörer so ein komisches, negatives Gefühl. Und dann habe ich gedacht, ja, ich schreibe ja meine Predigten aus, dann kann ich das gut überprüfen. Ich habe angenommen, dass sie drunter liegen und bin fast masslos erstaunt gewesen, dass ich weit über 20 Mal in vielen Predigten nicht sage. Und seither überprüfe ich meine Predigten natürlich immer und die heutige Predigt sollte etwa 6 Mal das besagte Wort vorkommen. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Wir wissen es schon längstens. Wir können unsere Zunge fürs Gute brauchen, fürs Schlechte. Wir können Wahrheit oder Lüge aussprechen, Lob oder Tadel, Destruktives und Konstruktives. Und darum finde ich es noch schön, dass der Prophet Jesaja uns auf etwas sehr Positives hinweist, wenn er schreibt: Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Und mit einer Mühe, das sind jetzt nicht die gemeint, die letzte Nacht durchgemacht haben, sondern vielmehr die, die über sich selber enttäuscht sind. Menschen, die ihr Leben so schlecht auf die Reihe bekommen. Menschen, die viel mehr von Gott möchten sehen, mehr mit ihm möchten erleben und der Alltag manchmal trotzdem so grau ist. Vielleicht sind so Menschen gemeint, die sich schon immer bemüht haben, ihre Zunge ein bisschen besser in den Griff zu bekommen und ständig gescheitert sind an ihren guten Vorsätzen. Aber hier sagt der Jesaja, wir können unsere Zunge brauchen, um müde Menschen aufzurichten. Und manchmal braucht es tatsächlich nicht mehr, als nach dem Gottesdienst zu fragen, wie geht's dir? Wie war letzte Woche gewesen? Wir dürfen im Namen Gottes Liebeserklärungen abgeben. Mit unseren Worten den Menschen die Liebe Gottes erklären. Das wäre die beste Liebeserklärung. Ich denke da an die Apostel zur Zeit der ersten Gemeinde. Ihnen ist hart zugesetzt worden. Und zwar, sie sind vor Gericht gestellt worden und dort ist ihnen eingebläut worden, jetzt ist fertig, dass ihr vom Namen von Jesus den Leuten noch erzählt. Und vor Gericht, wohlverstanden, haben sie schlicht und einfach gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ich habe mich schon gefragt, was ich in so einer Situation würde sagen. Zu was ich fähig wäre, das darfst du dich auch fragen. Und ich habe gemerkt, wenn wir uns über das Thema unterhalten, dann ist es doch oft so, dass ich rede, wo ich schweigen sollte, und schweige, wo ich reden sollte. Leider. Du bist in einer angeregten Diskussion inne. Es geht über eine Person, die natürlich nicht anwesend ist. Es wird viel Negatives gesagt. Und dir kommt auch noch gerade etwas in Sinn, das du beisteuern kannst. Und du machst es leider. Und im Nachhinein wärst du froh, du hättest die Klappe gehalten. Reden, wo Schweigen angezeigt wäre. Das andere kann passieren, ist mir auch schon passiert. Du kommst mit jemandem in ein gutes Gespräch über den Glauben. Und es geht immer mehr ums Zentrum vom Glauben. Du könntest eigentlich
abdrücken, Beute für Jesus machen, aber aus irgendeinem Grund unterlässt es. Und im Nachhinein bist du traurig, dass du eine wunderbare Chance verpasst hast. Petrus sagt, ehrt Christus in euren Herzen als euren Herrn. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Ist dir das auch schon passiert? Ha? Mit anderen Worten, die Leute dürfen bei uns Christen sehen, dass wir Hoffnung haben, dass etwas aus uns rausstrahlt, eine Zuversicht, was uns nachdenken bringt, aber auch uns nachfragen. Vom Glauben reden, das ist ja manchmal so eine Sache. Da winken einige innerlich ab und sagen, mir fehlen die schlagkräftigen Argumente, das kann ich schlecht, ich bin kein Verkäufer. Ein freikirchlicher Pfarrer war mal mit dem Zug unterwegs, allein in einem Sechserabteil. Und dann kommt bei einer Haltestelle ein junger Mann, ein Student, nimmt dort Platz. Und die erste Frage vom Pfarrer ist, wohin geht eure Fahrt? Und er nennt den Ort. Und jetzt weiss der Pfarrer, jetzt habe ich genau 20 Minuten allein mit dem jungen Mann. Und dann sagt er, oder fragt, die zweite Frage, seid ihr schon mal mit einem Pfarrer zusammengehockt? Und der sagt ja, nein, wieso sollte ich auch? Und dann sagt er, ich bin Pfarrer und wenn ihr Fragen habt an das Leben, an Glauben, dann könnt ihr die jetzt stellen. Und der junge Mann taucht auf, stellt seine Fragen, meldet seine Zweifel an. Sie haben ein gutes Gespräch mit dem Resultat, dass sie bereits nach 10 Minuten können beten und der junge Mann sein Leben Jesus anvertraut. Das ist nicht eine erfundene Geschichte. So passiert. Ermutigt euch so eine Geschichte oder macht sie eher das Gegenteil? Ich muss euch sagen, dass mir, so ticke ich, so eine Geschichte fast eher entmutigt. Weil mein Alltag und mein Alltag als Pastor sieht leider nicht so aus. Und ich finde es ein Betrug, wenn wir so einzigartige Erfahrungen verkaufen, als wäre das unser Alltag. Und die Geschichte geht eben noch weiter. Der Pfarrer war selber erstaunt, dass ihm das passiert ist in dieser kurzen Zeit. Und sagt zu dem jungen Mann, wie habt ihr euch so schnell entscheiden können? Eine bewusste Entscheidung in dieser kurzen Zeit fällen für Jesus Christus. Und dann fährt er an, erzählt und sagt, als ich 8-jährig war, war meine Mutter sehr krank, hat für längere Zeit ins Spital müssen. Und dann bin ich zu einer Grosstante gekommen. Und die hat mir jeden Abend aus der Kinderbibel biblische Geschichten vorgelesen. Als ich 11 war, habe ich von einem Schulkollegen ein Comic-Heft bekommen. Habe ich aber durchgeblättert und auf einer Seite ist gestanden, Gott liebt dich. Und mir hat das einfach gefreut und irgendwie berührt. Ich habe das Heftchen immer und immer wieder durchgeblättert. Gott liebt dich. Als ich Student war, habe ich einen Nebenjob angenommen in einer Firma. Und da hat der Abteilungsleiter uns mal zum Nachtessen eingeladen in einem Hotel. Und anlässlich von diesem Essen ist ein Herr aufgestanden und hat erzählt, wie er seinen Halt im Leben durch Jesus Christus gefunden hat. Dann gestern Abend bin ich auf Einladung von einem Freund an einem Gospelkonzert in der Kirche gewesen. Und jetzt kommt halt noch der. Meine Lieben, wir sehen da, wie der Geist Gottes ganz viel auch alltägliche Begebenheiten braucht, um einen Menschen von der Wahrheit zu überzeugen und dazu zu bringen, dass er zu einer klaren Entscheidung für Jesus Christus kommt. Und es ist offensichtlich und klar, dass nicht nur
der Pfarrer, der jetzt auch noch das Letzte können dazu beitragen, belohnt wird. Und der ist, der den jungen Mann zum Glauben geführt hat. Alle zusammen haben da einen Anteil. Und ich bin überzeugt, du wirst nächste Woche Gelegenheiten haben, wo du so etwas kannst beitragen bei einem anderen Mensch, dass er einen Schritt oder vielleicht nur ein Schrittli näher zum Glauben kommt. Ja, und jetzt kommen wir endlich zum Bibeltext von Jakobus, wo eigentlich sehr bekannt ist. Ich lese aus Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Der Jakobus redet da sehr bildhaft. Und ich habe gefunden, was wollte ich zu diesem Text noch sagen? Das ist uns allen zusammen klar, was der Text uns zu sagen hat. Da braucht es gar keine Auslegung. Ich habe mir einfach müssen sagen, bezüglich Wort sind wir, glaube ich, immer wieder Opfer und Täter. Wenn ich über andere herziehe, alles zusammen besser weiss, dann bin ich ein Täter. Und wenn andere mich verletzen mit entehrenden Worten oder so, dann werde ich zum Opfer. Aber im wirklichen Leben sind wir immer beides. Das kleine Steuerruder, das wir uns vorstellen können, hat mich veranlasst, mich zu fragen, was hat denn in meinem Leben schon eine andere Richtung gegeben? Und das ist sicher als erstes zu nennen, dass Gott über meinem, aber auch über deinem Leben ein ganz grosses Ja hat. Weil sonst würde es dir nicht geben. Er hat ein vorbehaltloses Ja. Und wegen diesem Ja kannst du zuversichtlich durch den Tag gehen und jeden Tag, wie er auch ist, aus ihrer Hand annehmen. Denn als zweites habe ich das Ja von meiner Frau gedacht. Vor vielen, vielen Jahren, über 30 Jahren, sind wir in einem dunklen Wald unterwegs gewesen und durch die Tanne durch hat der Mond geschonen. Wir bleiben stehen, ich fasse mir ein Herz und ich höre meine Zunge fragen. Den Rest lassen wir. Ihre Antwort höre ich heute noch. Ja, gern. Das hat meinem Leben doch eine andere Richtung gegeben. Aber auch später noch. Wir waren ein paar Jahre geheiratet, etwa 3-4 Jahre. Und wie es so ist, hat meine Frau mich gefragt, was ist so dein tiefster Traum? Das ist eine Frage, die sie jemand mal stellt. Das ist noch ganz gut. Was ist dein tiefster Traum? Und zu selber Zeit hatte ich gerade einen und habe gesagt, ja, wir wollen zwar jetzt eine Familie gründen, aber mein tiefster Traum wäre schon noch, Theologie zu studieren, eine Bibelschule zu machen. Aber wir haben ja jetzt anders vor. Aber wenn du das so wissen willst, sage ich dir das. Ich war dann noch nicht knapp 30 gewesen. Und dann sagt sie, aber wenn du das möchtest, ich würde hinter dir stehen. Und das war auch so ein Wort, eine Aussage, die meinem Leben eine andere Richtung gegeben hat und mich schlussendlich auf Krishna geführt hat. Vier Wörter haben meinem Leben auch schon eine andere Richtung gegeben, vor allem den Beziehungen. Wir hören in einer anderen Predigt, wie Wort Beziehungen verändern. Aber so viel ich schon mal verraten. Die vier Wörter, es tut mir leid. Kommen die euch auch so schwer über die Lippen. In einer zerfahrenen Situation, du bist vielleicht nicht einmal die Schuld, zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass die Beziehung zwischen uns zwei so kaputt ist. Und die Frage ist da nicht, ob ich schuld bin oder nicht. Und wie viel an mir liegt und wie wenig nicht.
Es geht darum, wer hat die Grösse, zu sagen, es tut mir leid. Als wir zum Glauben gefunden haben, hat es diese Worte auch gebraucht. Das Schuldeingeständnis vor Gott, so wie ich bin, ist es nicht okay. Es tut mir leid, dass ich selber mein Herr war und nicht du Herr können sein, bis jetzt. Es tut mir leid, sind lebensverändernde Worte. Noch ein paar Gedanken zu Selbstgespräch. Die Selbstgespräch führen, sind die durchgeknallt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gelesen, es ist völlig normal und sogar hilfreich. Selbstgespräche helfen, dass wir unsere Gedanken im Kopf so ein bisschen ordnen. Weil bevor wir etwas aussprechen, muss es ja einigermaßen geordnet sein. Und man sagt ja etwa, vor dem Reden das Hirn einschalten, ist immer hilfreich. Weil das, was man denkt, hey, kann das auf den Punkt gebracht werden und es kann ein bisschen Ordnung in den Gedankenknäuel hineinkommen. Und was ich auch schon gemerkt habe, und ihr sicher auch, Gedanken, die ausgesprochen werden, laut ausgesprochen werden, die werden viel realer. Achtet euch mal, wie ihr über euch redet. Und tut es ein bisschen analysieren, tut ihr euch mehr loben oder tut ihr mehr schimpfen über euch? Man sagt doch schnell, dass ich das jetzt wieder vergessen habe. Und blöd, dass mir das passiert ist. Und wie wenig sagt man, doch, das habe ich jetzt gut gemacht. Das wagen wir fast nicht auszusprechen, oder? Oder auch, du schaffst das. Es gibt eine Herausforderung. Wir sagen dir, doch, ich schaffe das. Wenn du fromm bist, kannst du ja sagen, mit Gottes Hilfe. Und wie manchmal sagen wir, das schaffe ich wahrscheinlich wieder nicht. Wenn ich an nächsten Donnerstag denke. Wort hei Macht. Wie rede ich über mich? Ganz einfach, so wie ich über mich denke. Und ich erinnere an dieser Stelle ganz gern an die geniale Predigt vom letzten Sonntag von Christian Haslebacher zum 50erli. Sind wir Leute, die uns masslos überschätzen und immer und überall wollen brillieren, wie die Göttin Minerva? Oder fallen wir ständig ins andere Gegenteil, in die Opferrolle? Bemitleiden wir uns, weil wir nur eine halbe Portion sind, weil 50 Rappen nur ein halber Franken ist? Es geht um etwas anderes. Ein guter Weg ist, dass wir uns bewusst machen, was für eine Identität wir in Jesus Christus haben. Ich achte auf meine Gedanken, auf meine Gefühle und darf sie durch die Wahrheit aus Gottes Wort ersetzen. Und die helfen halt bestimmte Bibelvers, die wir an exponierten Stellen angeklebt oder gemacht haben, enorm. Wenn ich am Morgen entgeistert in den Spiegel hineinschaue und mich frage, bist du das oder nicht? Und dort steht, in meinen Augen bist du herrlich. Jesaja 43, der tut das nur gut. Und ich fordert euch auf, tut euch ein bisschen selber überlisten. Das hilft enorm. Ein Bibelvers am Schreibtisch deponiert, vielleicht am Kühlschrank oder am Armaturenbrett kann Wunder bewirken. Wenn unser Alltag durch Gottes Wort durchsetzt wird, dann haltet es dem etwas entgegen, dass halt ungewollt so viel Negatives auf uns auch einprasselt. Gottes Wort ist übrigens die wirkungsvollste Waffe gegen die Mächte der Finsternis. Die Lügen vom Satan dürfen wir ersetzen durch die Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Ich komme noch einmal auf den Frosch zu reden. Von der Anfangsgeschichte. Eigentlich ist das eine traurige Geschichte, finde ich. Wenn man nur sagen kann, wenn man nicht hört, was die anderen sagen. Was ist das für eine traurige Gesellschaft? Was ist das für eine traurige Gemeinde, die so demotivierend unterwegs ist? Und ich habe mich gefragt, was für ein Mensch bin ich? Wenn andere um mich herum sind, werden sie durch irgendetwas ermutigt
aufgestellt, hoffnungsvoll, oder werden sie entmutigt? Wird ihre Last noch schwerer, weil ich auch noch etwas Negatives habe? Glaube ich nur an das, was Menschen möglich ist? Oder bin ich ein Mensch, der mit Gottes Möglichkeiten real auch rechnet, die einbezieht? Sehe ich, was Gott in andere, in Nächste hineingelegt hat und tue ich ihn darin fördern? Oder melde ich ständig meine Zweifel an? Stelle ich alles in Frage? Weil wer ständig auf der Bremse ist, Kompliment zu machen, in der Angst, der andere könnte stolz werden, der ist von mir aus nicht eine Ermutigerin. Ein Ermutiger. Gott möchte etwas anderes. Aber ich habe es erlebt und ich habe euch Beispiel erzählt, wie Menschen mich ermutigt haben und meinem Leben damit eine neue Richtung gegeben haben. Und ich habe mich schon gefragt, wie wollen wir diese Predigt abschließen? Es ist immer Gefahr, wenn man über so Worte, über die Zunge redet, dass man rausgeht aus einer Predigt, ein bisschen schlechtes Gewissen hat und sagt, jetzt aber muss es besser werden. Der Fritz hat ein paar Sachen erzählt, die ich anwende und jetzt bekomme ich die Zunge in den Griff. Und ich kann dir fast garantieren, das klappt nur bis am Mittwoch. Und dann ist alles wieder beim Alten. Du kannst dich zusammennehmen, die Wille, ich glaube nicht, dass er reicht. Du kannst auch sagen, ja, ich tue halt mehr denken, überlegen, tue ein bisschen weniger reden, sage ich halt nichts. Ich glaube, auch das ist nicht die Lösung. Ich habe die endgültige Lösung noch nicht, aber ich bete etwa mal, Herr, ich möchte mein Herz an deinem Herz erwärmen. Weil das, was wir sagen, das ist eigentlich nur das Überlaufen von Ventil vom Herz. Es kommt darauf ab, wie mein Herz steht. Darum das rote Herz dort. Ich bete mit einem Lied. Lass die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich habe, dein Herz berühren, mein Gott. Du bist der Fels und mein Erlöser. Du bist der Grund, warum ich sing. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. In jeder Stunde meines Lebens möchte ich dein Diener sein. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. Amen.